Moin Freunde und herzlich willkommen hier zurück bei Resident Evil auf meinem Kanal. Ich habe ja schon vor ein paar Folgen gesagt, dass sobald wir im Labor ankommen, dass ich da weibliche Unterstützung bekomme durch meine Partnerin und heute ist es dann endlich soweit. Meine Partnerin mischt heute mit. Sie leitet mich nur. Bei den Rätseln unterstützt sie mich nur dann, wenn sie merkt, okay, so der typische wieder, ich komme nicht weiter. Dann hilft sie mir einmal kurz, aber sonst mache ich es alleine. Ja, hallo erstmal. Ich hoffe, euch geht's gut. Dann schauen wir mal, ob der Teddy heute mal ohne Hilfe durchkommt oder ob wir gemeinsam rätseln müssen oder ob ich ihn auch helfen kann. Ich gebe mein Bestes. Ja, als erstes muss ich ja hier diese Anmeldedaten für den PC herausfinden. Du meintest ja gerade schon irgendwie. Du musst auf jeden Fall zurück in den Raum, weil da noch eine Tür war, die du nicht gefunden hattest. Ach so. Ja, da fängst du schon wieder an. Ich habe was gegessen. Meinen Magen sollte man jetzt, glaube ich, nicht hören. Wo war denn die Tür? Ich sehe da keine Tür. Warte mal, lass mich mal schauen. Da ist nämlich noch eine andere graue Tür. Okay, dann musst du doch raus. Dann war das schon. Ja. Ich glaube, untersucht hattest du ja, glaube ich, schon alles. Aber so was von. Ja. Okay. Dann gehen wir hier durch. So, der ist weg. Der saß. Ja, sicher. So, gehen wir hier ruhig, denn du meintest ja gerade schon, also bevor wir aufgenommen haben, haben wir nämlich einmal kurz so ein bisschen überlegt. Hier sind Punkte. Rote Punkte. Wegen den Anmeldedaten. Meintest du ja noch, dass das irgendwie. Also ich weiß, dass du auf jeden Fall in einem Raum musst, wo du erstmal ein kleines Rätsel löst. Ja, ich weiß, das ist ja das mit den hier. Wie heißt das da beim Onkel Dr. Röntgen, genau. Hier ist es ja schon. So, hier haben wir nämlich ein Röntgenbild, nehmen wir mit. Und hier muss nämlich noch irgendwo noch ein anderes Röntgenbild sein. Da haben wir nämlich noch eins. Ein Memo auf dem Notizbrett. Erregt ihre Aufmerksamkeit. Lunge. Okay, auf dem Notiz. Ach, da unten steht ja noch was. Auf dem Notizblock steht gekritzelt. Zum Öffnen der elektrischen Tür müssen die Initialen alphabetisch geordnet verwenden. Also A, B, C. Muss man irgendwas aufschreiben? Das Alphabet kenne ich ja noch. Ich brauche noch einen Stift. Ich brauche einen Stift. Nehme ich mein Handy. Einen Moment, also L L L C S S E. So, dann C E L L S S Zelt. C E L L L L. Dreimal L. So, das haben wir. Einsetzen, ne? Genau. Und nochmal. Das braucht. Ist, glaube ich, nicht richtig. Oh, das
Das Spiel, ne? Ja, da kommt es auf Pixel an. Zwar nicht so krass wie im 1er auf So, hier 3. ist ein Schalter. Drücken, ja. Genau. Okay. Ein Teil glüht rot. Ein Teil glüht rot. Das andere auch rot? Jo. Das müsste die Lunge sein. Ja, das ist die Lunge. Kann ich mir das jetzt noch mal genauer angucken? Ja. Passt. Das ist der Darm. Genau. So, ist das egal, ob Dickdarm, Dünndarm, Blinddarm? Ne, es war ja auf dem einen Bild, was du am Anfang gesehen hast, stehen da ja Buchstaben. Ja. Dem Organ, ja, das befallen ist. Ja. Ah, das muss ich mir jetzt merken, oder was? Genau. Ja, was war denn jetzt nochmal was? War das das hier? Nee. Das Bild hängt da auf. Ach, das war das Bild. Mhm. Ach so. Ah, genau. Das erste war Colin. Also C. Muss ich mir nochmal neu aufschreiben. Ey. C. Dann hatten wir den Darm, ne? Nee, das erste, ja, das war der erste Darm. War der Darm, genau. Dann haben wir die Lunge. Nee. Doch, das ist die Lunge. Nee, das ist die Speise oder Luftröhre. Ach, der komplett rote, genau, Streifen, das, ne? Was rot markiert ist. Okay. Ist was habe ich gemacht? Das ist. Wurden ausgetauscht. Warum wurden das ausgetauscht? Gerade auch nicht sagen. Keine Erinnerung. Hä? Röntgenbilder anordnen? Ja. Wurden ausgetauscht. Was mache ich denn hier gerade? Drück da am besten jetzt erstmal gar nichts. Ist, glaube ich, gesünder. Das ist die Leber. Sollte es sein, ja. Dann musst du mal eben zurück zu den anderen Dingen. Das ist die Lunge. Nein, nein, ich möchte nichts ändern. Also, Darm hatten wir, dann hatten wir die Leber. Nein, dann hatten wir die Speiseröhre mit E. Okay. Dann hatten wir die Leber mit L. Und die Lunge. Und die Lunge. Also Zell. Ja. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Ordne die Bilder mal genau so, wie ich es gerne haben müsste. Genau. Also, als erstes war der Darm, ne? Genau, das ist sehr wichtig. So. Nee. Dann das. Ja. Nein. Ja, habe ich doch richtig. Ja. Leber. Es fängt im Englischen mit L an. Genauso wie die Lunge. Ja, okay. Ist da noch irgendwo was? Weiß ich nicht. Warum ist noch rot auf jeden Fall? Oh Mann. Ich check da mal eben nochmal alles aus. Ja, ich mach mal an. Irgendwas muss da noch liegen, was wichtig ist. Ein Röntgenbild an der Wand. Okay. Am oberen Stand steht ein Name. Alex Bechert. So, das habe ich. Ah ja, das weiß ich doch, dass der Alex hieß. Da. Oh. Brief des Forschers. 8. Juni 1998. Boah, da war ich gerade mal ein Jahr und ein Monat alt. meine liebe Ada. Ada, wenn du diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr der Mensch, den du einst kanntest. Heute erhielt ich die Testergebnisse. Ich notiere mir den Namen mal. Ada. Okay, hätte man sich auch merken können. Ich war nicht überrascht, dass ich positiv bin. Es treibt mich an den Rand des Wahnsinns, wenn ich an meinen bevorstehenden Schicksal denke. Ich würde alles geben, um nicht einer von denen zu werden. Soweit ich weiß, bist du nicht infiziert. Ich hoffe, es ist nicht so weit gekommen.
Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber falls du wirklich die letzte Überlebende sein solltest, hol bitte das Material aus dem Raum für visuelle Daten. Aktiviere dann den Selbstzerstörungsmechanismus des Hochspannungsraums und flüchte von hier. Bitte unternimm alles in deinen Kräften Stehende, um diesen Unfall publik zu machen. Okay. Falls noch alles normal funktioniert, kannst du sämtliche Schlösser über das Sicherheitssystem öffnen. Ich habe das Terminal im kleinen Sicherheitsraum eingerichtet, so dass du dich unter meinem Namen mit dem deines Namens als Passwort anmelden kannst. Wie hieß denn der? Du brauchst ein weiteres Passwort, um die Tür in der Kelleretage 2 zu öffnen, wo der Raum für visuelle Daten ist. Als Sicherheitsmaßnahme habe ich das Passwort in einem Röntgenbild verschlüsselt. Aha. Ich kenne dich und bin sicher, dass du schnell herausbekommst. Ich habe eine letzte Bitte an dich. Ich hoffe, du brauchst mich in diesem Zustand nie zu sehen. Doch falls du mir in meiner schrecklichen Form begegnen solltest, erlöse mich bitte von deinem Qualm. Ich hoffe, du verstehst mich. Danke, Ada, Liebe, John. Also, Ada, John und Cell habe ich. John, Ada. Ja, wunderbar. Ada. Ja, mein Gott, mir egal, wie er heißt. Ist aber Mir ist einfach nur wichtig, dass das ADA geschrieben wird. In den nächsten Spielen kommt sie auf jeden Fall, glaube ich, nochmal vor. Echt? Ja. So ein Dreck. Das heißt, sie muss zurück. Ja, zurück und dann wieder in den Raum mit dem PC, dann da die ganzen Daten eingeben. Also Edda, John. Aufpassen, da kommt gleich schon wieder. Da kommt keiner. Ach nein, okay. Dann wandert er woanders. Ja, sicher. Also, Edda, John und Cell ist das Passwort. So habe ich das jetzt verstanden. Also. A, D, A. Enter. John. Nee, Cell. Nee, John. Echt? Nein. Nee, dann doch. Edda, John. Und dann? Edda. John. Und dann? Zell. Jetzt müsste es ja eigentlich klappen, ne? Nee. John, Edda. Ach, was weiß ich, Mach mal erst John und dann Ada. Also jetzt Ada. Also Ada. So. Jonada. Und jetzt Passwort. 1, 2, 3, 4, ne? Erst John, dann Enter und dann Ada. Ach so. Aber wofür war dann dieses Zell? Das kommt noch. Ach so. Also, und dann Ada. Haha, das läuft. So, jetzt kannst du aussuchen, was du freischalten willst. Was möchte, also was ist denn besser? Ja, im Grunde beide Türen, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Also, Ja, nimm erstmal die obere. okay. So, und jetzt kannst du das. Ah, jetzt kommt dieses Zell. Genau. Und jetzt Kannst du läuft nämlich das. die andere Tür noch freischalten. Ah, in dem. Okay. Jetzt da auch wieder Zell. Nee, musst du Ah. gar nicht mehr. Das ist so. Und jetzt. Genau.
das war ja gar nicht so schwer, wie ich das eigentlich gedacht habe. Okay. Labor ist halt so eine Sache. Ja, Labor ist Labor. Im Labor habe ich eigentlich auch nichts zu suchen. Weil ich bin kein Arzt, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin. Ja, ich bin ich. Welche Tür habe ich denn jetzt freigeschaltet? Die eine komische da, ne? Das Obwohl, Ding. musst du einfach mal durchprobieren, ey. Das Also, hier, die Tür ist verschlossen. naja, wird das wohl die. Die hier sein. Oder eine andere. Weg. Aha. Hier war ich gerade schon mal drin, ne? Nee. Doch, hier war ich drin. Weil Wo hier habe ich kommst das nämlich mit dem Röntgen-Dings gehabt. Da sind aber noch Türen. Ja, hier habe ich sogar noch was. Hier habe ich was Ja, vergessen. vollständig Haltbarkeit, ne? Mammeln. Na, sicher. Du weißt ja noch, zumindest ich weiß ja, was noch kommt. Macht nicht so Spaß. Aus 2 grünen Kräutern. Oh, mitnehmen, ne? Nehme ich gerne mit. So, dann kann ich das andere Grüne jetzt damit dazu packen. Nee, ich glaube nicht. Doch. Doch, doch. Boom, so macht man es. Dann die können wir aufmachen. Oh. Das nehmen wir noch mal. Lass ich es hier, weil ich weiß nämlich nicht, was ich hier noch alles so bekomme. Hier haben wir jetzt noch was. Dia-Filter. Soll ich das mitnehmen? Ja, natürlich, Also nehmen. jetzt schon? Ja, ob du das jetzt in den nächsten paar Minuten brauchst. Ich nehm's mit. Kiste haben wir oben, ne? Oh. Oh, da steht ja auch noch ein Kandidat. Soll ich den mal abknallen? Ja, wäre gut, weil du musst später in diesem Raum noch mal rein, Okay, der ist weg. wo du jetzt nicht schnell laufen solltest. Fax, an Säuberungsabteilung zu Händen, Manager Säuberung von Rebecca Katastrophen. Welcome. Ach, Recon, achso. Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Fax ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Deswegen dürfen wir es jetzt eigentlich auch nicht lesen, ne? Also alle mal schön die Ohren zuhalten und die Augen schließen, denn das ist geheim. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Fax an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Ach, das merkt man. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurden vom T-Virus infiziert und starben. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Problem 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit drängt. Um einer Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Hat ja gut funktioniert. Na, oh, wunderbar. Gut. Was, oh. Da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal hin. Zur Kiste wäre nicht verkehrt. Also jetzt erstmal zur Kiste. Ja, check das da erstmal aus. Was da so schön steht. Auf dem Tisch. Ja, auf dem Tisch. Für die Modisk, ne? Yes. Sicherheitssystems. Ah, mit einer Modisk können Sie den Passwort.
Ah, okay. Ja, dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg zur Truhe. Machen was hinter. Scheint etwas zu geben. Ah, das ist das, was ich. Nehm ich noch nicht mit. Das machen wir später. Da kann ich dir auch nur empfehlen, dass du die Zombies dir noch umgurken, dass du sie eventuell doch auch mal weglässt. Echt? Okay. Ja, wir Ich wenigstens jetzt kann es noch. nur empfehlen. Wir wenigstens noch ein bisschen Spaß hier. Aber verballer nicht deine ganze Nein. Magnum-Muni, das wäre nicht so nice. Hier die Tür muss ich, ne? Die. Jo, und die Treppe wieder hoch. Jo. Jo. Ja, dann ist das Spiel Resident Evil ja eigentlich auch schon fast rum, ne? Ich denke schon. Kommt zwar noch ein bisschen was. Boom und vollem. Oh. Ach, hast du nicht gerade noch was gesagt? Den würdest du abkoppeln, wenn ich noch mein Moni verschwinden. Der brennt. Das machen wir nochmal voll. Es ist noch Kerosin da. Ja, das freut mich doch. Auffüllen. Sie haben ihren Kanister mit Kerosin gefüllt. Wunderbar. Ja, komisch, dass ich bis jetzt noch keine richtige Karte von dem Labor habe, ne? Ja, du hast ja im Grunde schon so eine Karte, so eine Ja, aber Halbkarte. ich möchte gerne auf Nummer sicher sehen. Ich denke, Das werde ich weglegen. Das werde ich weglegen. da brauchst du später. Das hier? Soll ich das? Oder erstmal wieder hier in die Kiste? Tu es erstmal in die Kiste. Okay, so. Modus will ich auf jeden Egal Fall. welche. Ist egal, welche. Okay. Heilung. Würde ich austauschen, weil Vergiftung wird da unten, glaube ich, nicht mehr vorkommen. Also nehme Wenn ich. ich eine ganz normal gemischte Heilung Ja, wenn ich soweit noch über habe. nehme. Da hast du dann ein Heilpack, vielleicht ist da noch eins drin. Prüfen. Ja, genau. Ne. Okay, nee, das nehmen wir lieber nicht. Nö. Da solltest du dann vielleicht doch einfach hier die eine Vollheilung-Mischung da mitnehmen. Echt? Die Komplettheilung. Ja, ich weiß nicht, ob du da noch was kriegst irgendwo, aber Warte, brauche ich gar so nicht mitnehmen. Ich habe ja ebenfalls. in diesem einen Gang da noch was. Also, lässt du mich so gehen? Ja, Ja? das macht Okay. man. Dann, ich habe ja hier in dem einen Gang, wo ich gerade noch diesen einen Typen da verbrannt habe, habe ich ja noch Heilung als Pflanze, als Dings. Weißt du, wo ich meine? Wäre auf jeden Fall nicht Das hier. verkehrt, das mitzunehmen. Die ganzen Bäume. Ah, wie du ja schon gesagt hast, ist ja das Labor nicht dein bester Ort in dem Spiel. Nee, 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 also Labor mag ich nicht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das hier nicht schön. Kann ich aber auch verstehen. Kombinieren. Ach, weg. Boom. Mal am besten deine Waffe nochmal nach. Oh. Sicher, sicher. Aber sowas von 26 Schuss, das sollte doch erstmal reichen, oder? Nee, hier wollen wir gar nicht lang. Hier wollen wir lang. Obwohl ich mich dazu überlege, ob die, wenn wir später ein bisschen weiter ins Game reingehen, also ins Labor, ob du dann deinen Dings mitnimmst, Granatenwerfer. Ja, aber fürs jetzt erstmal. Ja. Ja, mir ist es egal, noch bin Ja, ich. noch bist du ja nicht da, wo du es brauchst. Richtig. Aber. Ja, dann. Granatwerfer. Mit Säure oder mit. Wo. Ach, genau. Wir wollten ja hier lang, ne? Genau. Brand oder Säure? Ich nehme beides mit. Mein Gott. Ne, hier.
So, dann. Wie war das hier? War das hier? Da. Einsetzen, verwenden. Ich finde, dass dieses Gerät sehr nach einem GameCube aussieht. Falls die Zuschauer wissen, was das ist oder aus dieser Generation kommen. Mann, bist du alt. Ja, kann man sagen. Okay. Na, da hat sie jetzt. Ja, es reicht ja, wenn ich das später einfach Ja, runter. das brauchst du ja jetzt gerade nicht Okay, für nächstes Event. das Spülbecken ist voller leerer Kolben und leer ganz Gläser. Habe ich das jetzt hier? Soll ich Ist. das Farbband noch mitnehmen? Ach genau. Dann ist der Raum ja auch grün. Ich denke nicht. Jetzt. Ja, ist doch. Nächster Schritt ist. Ich denke mal, müssen wir mal gucken. Da wurde ja noch eine Tür aufgeschlossen, Welcher das ist, ne? die Obwohl, sich. oder soll ich das jetzt schon mal runter machen? Kannst du auch schon runter machen, Ja, ja. dann mache ich das jetzt schon mal runter. Sieht brauchbar aus. Umlegen. Ja. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass es gerade gepiepst hat. Nein, das ist einfach nur eine Bestätigung, Dass das jetzt offen ist. dass da schon mal ein Teil offen ist. So, dann Aha, da ist ja noch so ein Kandidat. habe ich irgendwie eine andere. Nee, habe ich nicht, ne? Nee. Da mag man meinen Zombies. Er ist traurig, ne? Ja, mach einfach. Dann sollst du den abfackeln. Hast du da auch deine Ruhe? Wenn er nicht aufsteht. Nein, der hat nie aufzustehen. Aber wenn ich sage, leg dich hin, hat er dich hinzulegen. Hast du denn da noch irgendwo was liegen? Also das Nee, Große? Ja. hier ist ja noch fast alles rot. Also hier durch die Tür kann ich ja zum Beispiel schon mal nicht. Die Tür ist verschlossen. Hochspannungsart. Die war auch Die ist verschlossen. auch verschlossen. Das heißt, wir haben irgendwas übersehen. Oder ich, besser gesagt. Ich. Du machst mit mir hier gerade erstmal so eine grobe. Guck mal auf die Karte, bitte. Ja, habe ich. Unten wäre, also wenn du jetzt links in die Tür gehst, da ist noch eine Tür. Ja, es ist auch die Tür, wo ich mit den Hast drei du noch Lichtern. von anderen Stockwerken eine Karte? Data. Da ist oben auch noch eine Tür. Soll ich da hingehen? Ja, wäre nicht verkehrt, Ja, die dann gehe auch ich noch da hin. abzuchecken. Ja, mach ich das. Wenn Freundin sagt, mach, dann musst du das machen, weil sonst hast du große Probleme. Schlimm bin ich nicht. Nö, jetzt nicht. Hey. Ne, das ist die Tür, wo ich durchkam, Ja, glaube und ich. nee, kann ich jetzt auch wieder machen, oder? Nee. Nee. Okay, da brauchst du definitiv gleich Hier ist noch ein Modus. Nehmen wir mal mit. Hier haben wir ein Telefon. Ah, genau, hier ist das doch jetzt mit dem Beamer. Wo warte ich da? Der Film ist eingelegt. Ansehen, ja. Werbematerial Zu den anzeigen. bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. MA39 Cerberus. Der Hund. Cerberus. Der Hund. Achso. Phi-03 Neptun ist der Hai, sieht man ja. Die Hunter. Die du nicht so leiden kannst. Nee, boah, haben die mich erschreckt, ey, gingen die mir auf den Pinsel. T-002 ist der Tyrant. Eine bioorganische Waffenforschungsgruppe. Entwicklungsteam. Muss ich das wissen, die Zahlen? Würde ich mal notieren. Okay, notiere ich mir mal. Das so wichtig ist, weil ich denke. Das ist 8, 3, 4, 1, 7, 0, 6, 2, 3. Ja, notiert. Du musst auf jeden Fall gleich zur Kiste etwas holen. Vielleicht kommst du selber drauf. Eine andere Waffe.
Nee, Heilung habe ich ja. Der Raum denn jetzt erstmal soweit? Der Raum ist nicht grün. Nee, ist ja nicht. Kannst du in die Tür da auch noch rein? Was für eine Tür willst du denn da? Aber ich muss hier, glaube ich, noch irgendwie Ja, da vorne auf. ist so eine Tür. Nee, aber hier geht's irgendwo. Nee, hä? So, jetzt da lang. Du meinst das hier? Nee, das ist doch keine Tür. Das sieht aber so aus. Ja, kommen wir bestimmt später dazu. Wir fahren erstmal zur Kiste. Das ist doch eine Tür hier. Sieht aus wie ein Überwachungsraum irgendwie, finde ich. Ja, das. Boah, abtören. Also zur Kiste. Genau. Da muss ich lang. Wir hatten noch vorhin was eingesammelt, kannst du dich noch dran erinnern? Modus. Nein, noch etwas anderes. Ja, erstmal muss ich jetzt hier ein bisschen aufräumen. Was haben wir denn eingesammelt? Diafilter. Yes, den brauchen wir gleich. Okay. Die Modus schon mal mitnehmen. Ja, lass sie erstmal drin. Kann sein, dass du vielleicht jetzt gleich in Kürze, dass wir die auch noch. Dass wir nicht immer hin und her laufen Genau, müssen. So. das wieder. Brauche ich die jetzt noch? Nee. Ich glaube nicht. Nee, Leg lass. erstmal ab, weil so viel zum Einsammeln gerade. So viele spannende Sachen hier. Alles Du möchte ich haben. könntest eigentlich Was könnte die ich? Schrotflinte Jetzt. aufbrauchen. Jetzt. Muss ich mir sagen. Ja, machen wir mal. Aufbrauchen. Ja, aber du hast doch gerade auch noch Modi gekriegt. Vielleicht willst du dann doch erstmal noch Die die. Marken weg. Ja, dass du erstmal Schrotflinte nimmst. Okay. Weil. Schrot oder Granat? Nee, Schrotflinte. Aber nicht die, sondern die anderen. Besser. Wo habe ich die denn? Da. Muss mal gucken. Nee, habe ich gar keine. Nee, du kriegst da gleich noch welche. Ja, das weiß ich ja, aber ich dachte, ich hätte noch irgendwie im Lager, also hier in meiner Truhe noch was. Nee, die hattest du ja bei der Soll ich vielleicht Speicherung vorher aber nochmal speichern? verschossen. Oder später erst? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Du kannst speichern, klar. Na, dann speichere ich jetzt nochmal ab. Dann bin ich nämlich safe, dann kann nämlich kommen, was wille. Sollte ich sterben, bin ich traurig, aber dann weiß ich, okay, ich muss die ganze Scheiße nicht nochmal neu machen. Na, das. Oh, was will die denn? So, ja, ich möchte speichern. Da. So, das Fahrband packen wir auch wieder weg. Denn das ist Ballast. Und ja, als nächstes Spiel habe ich mir schon was überlegt gehabt. Das kennst du ja auch recht gut. Das werde ich aber ohne deine Hilfe spielen. Danach habe ich mir vorgestellt, in der Resident Evil-Reihe weiterzumachen. Oder vielleicht mache ich nach deinem Spiel quasi noch ein anderes. Weiß ich noch nicht. Gucken. Sonst, ja, einfach mal an. Der Film ist eingelegt. Nee, du musst es anwenden. Ach so, Das ist ja also. bei Resident Evil leider so, ne? Wenn etwas nicht geprüft wird oder. Okay.
verwenden. Nochmal von vorne. Haben wir doch gerade schon mal gesehen. Ja. Nur halt, dass jetzt eine andere Farbe hat, oder? Ja, so ein Rotfilter. Umbrella Corporation. Ja, und was bringt mir das jetzt? Siehst du gleich. Ich verrate nicht. Du kommst vielleicht selber drauf. Vor allem das Bild. Kennst du davon jemanden? Ja, Wesker. Ganz rechts. Schon komisch, oder? Der ist komisch. Entwicklungsstil. 8462. Solltest du dir auf jeden Fall notieren. Dann kann ich mir die anderen Code eben löschen, ne? Genau, das war jetzt nur für die Sicherheit. 8462. Okay. Na denn. So, einmal die Karte checken, ob der Raum jetzt clean ist. Nein. Nein, ist er nicht so. Das heißt, da muss noch irgendwo was Kleines versteckt sein. Ich mag die kleinen Sachen nicht. Mann, diese. Ach, Schrotflintenmunition. Genau. Haben wir doch gerade noch drüber gesprochen. Genau. So, jetzt ist aber grün. Nein. Nee, immer noch. Boah. Soll ich den Tipp geben? Ja. In dem Raum kannst du irgendwo diesen Code anwenden. Vielleicht guckst du mal an, da der PC, der da steht. Oder wo ist hier ein PC? Das Ding da oder was? Da siehst du ja da am PC, genau. Eingabegerät für den Passcode. Verwenden, ja. Was waren das hier jetzt? 8, 8, 4, 6, 2. Ja, piep. Ah! Haha. Ja, so macht Resident Evil es halt immer. Und wir bekommen jetzt hier Laborschlüssel. Uhu. Am besten mal prüfen. Ist immer gut. Okay. Ja, das mit neuen Schlüsseln bekommen ist ja bei mir schon ein bisschen her. Keine besonderen Merkmale. Okay, war mir klar, war ja auch nichts draufgeschrieben. Ein Hochspannungssymbol ist eingraviert. Das ist dann der Schlüssel zu den zwei Räumen. Und jetzt habe ich aber immer noch nicht alles grün. Nee, drück mal einen PC. Wahrscheinlich können Sie damit Kenneths Film ansehen. Das ist von ganz von vorne, ne? Der hat auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr sehr viel gemerkt. Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie. Ja, das haben wir ja schon. Achso, das ist alles das Gleiche? Warum ist der Raum noch rot? Das check ich nicht ganz. Nein, möchte ich nicht angucken. Ist das oh. Was irgendwo liegen müssen? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich alles. Achso. Sicherheitsprotokolle, ja. Das habe ich vergessen. Erdgeschoss, Heliport, nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Erstes Untergeschoss, Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Aufzug, in Notfällen wird der Aufzug angehalten. Zweites Untergeschoss. Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Kite Arfing. In was für einer Ebene sind wir jetzt gerade? Das könntest du auf der Karte gleich nochmal. Okay, machen wir gleich. Raum. Achso, das habe ich ja gerade schon mal. Drittes Untergeschoss. Gefängnis. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher, E. Smith, S. Ross und A. Wesker, muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusive Ausgabe
Terminals in den einzelnen Abteilungen des Chefforschers wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitroverbindung der primäre Brennstoff zur Stromerzeugung. Ist das nicht das, was wir gerade schon mal hatten? Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode-Ausgabeterminals. Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals in Chefforschern mit entsprechender Berechtigung vorbehalten. Viertes Untergeschoss. Entwicklung des Tyranns nach Verabreichung des T-Virus. Nicht weiter lesbar. Ist, glaube ich, auch besser so. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt unten recht viel aufklären können. Ich bin ehrlich gesagt stolz auf uns. Also jedenfalls auf mich, weil du kennst das ja schon so ein bisschen. Ich habe es bis jetzt nur einmal durchgespielt. Hatte da aber schon meine Probleme. Jetzt während diesen Let's Plays hatte ich auch schon teilweise Probleme, wo ich dich dann auch fragen musste. Das ist ja kein Problem. Habe ich dir gesagt, wenn es ist. Melde ich mich. Ja. ne, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir machen jetzt hier nochmal ein Päuschen. Ich würde lieben gerne nochmal speichern. Kannst du machen. Ja, dann begleitet ihr mich jetzt nochmal eben zum Speichern. Allerdings ist der Raum halt immer noch rot. Und ja, das machen wir dann, das machen wir jetzt nicht mehr. Weil, das müssen wir dann nicht. Ja. Auf jeden Fall danke nochmal, dass du hilfst. Ja, von dem. Weil sonst. Ich kenne das Spiel ja, seit ich. Ja, sehr klein und jung war. Du hast ja schon zugeguckt, als du noch 4 warst, ne? Ja, 3 oder 4. Quasi vor 21 Jahren. Allerdings gab es diesen Teil zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht. Oder beziehungsweise kam er erst raus. Ja. So, ich werde jetzt gleich noch speichern, werde dann diese Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzugucken und uns anzuhören. Wenn ihr wollt, dass meine Partnerin mich weiter begleiten soll, schreibt es mir in die Kommentare. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Lasst ein Like da und ein Abo. Ciao. Ciao.